Schön, dass ihr doch noch zurückgekehrt seid. Ah, seht doch. Der Freudenbringer hat einen Pokal mitgebracht. Oder lasst mich nachdenken. Einen Pokal bekommt man für einen Sieg. Einen Sieg hat man nach einem Kampf. Kämpfen tut man mit einem Feind. Und das Gegenteil davon ist... Freund. Wie fein. Aber leider fliegen wir gleich fort. Der dicke Erwin ist startklar und wir sind die Letzten, die jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Ino was? Ach ja, Inodan. Lasst mich nachdenken. Ja, da kommen wir bestimmt mal vorbei, bevor wir die Sterne erreichen. Ausgezeichnet. So sind wir in Kürze bei Tyr in Inodan. Los, hopp, kommt nur. Wir lassen euch in Inodan raus. Ungeheuer. Was nun kommt, muss von euch ausgetragen werden. Tyr findet ihr im großen Turm der Stadt. Ich werde euch nicht begleiten. Ich darf euch nicht begleiten. Aber ich bin mir sicher, dass eure Entscheidung weise sein wird.
Irlanda hat Hand an sich gelegt. Sie hat es nicht verkraftet, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Oh, welch bittere Ironie ist es nur, dass die Unsterblichen nicht gegen sich selbst gefeit sind. Nun bin ich der Letzte der Lichtgeborenen. Und ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag, mich zu töten, und mit dem Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als damit der Telemaltar zu werden und den Menschen zu geben, was ihnen nach Arantea als Ideal zustand. Die Freiheit. Doch bevor ihr den tödlichen Streich vollführt, will ich euch anraten, dies alles zu bedenken. Natürlich, wenn die Lichtgeborenen alle nicht mehr sind, erlangen die Menschen eine Herrschaft ihrer selbst. Aber überlegt euch nur, wer diese Herrschaft dann leitet. Würde die Aristokratie der Privilegierten tatsächlich durch eine Demokratie ersetzt werden? Oder nur durch die Alleinherrschaft desjenigen, der sich am besten durchzusetzen vermag? Genau das denke ich auch. Immer dann, wenn ein Machtvakuum entsteht, ist es der schnellste, brutalste und gerissenste, der es wieder ausfüllt, nicht etwa der gerechte, tolerante und besonnene. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist und ja, das... Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden und nun ist es an den Lichtgeborenen zu gehen. Genauso gut könntet ihr euch eine Exklave auf dem Meeresgrund errichten, abgeschottet von jeglicher Zivilisation und dort in eurer eingebildeten Gottlosigkeit schwelgen, bis ihr und die Menschheit schließlich erkennt, dass ihr euch von den Göttern nur befreien könnt, indem ihr selbst diesen Platz einnehmt. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Menschen seid unfähig, über euch selbst zu herrschen, ohne einer höheren Macht die Kontrolle anzuvertrauen. Und nun stelle ich euch vor die große Entscheidung. Sie ist rein moralischer Art und egal, wie ihr euch entscheidet, es wird euch weder ein Vor- noch ein Nachteil daraus entstehen. Ich muss nun gehen und ihr der Schattengott werden. Ihr habt nun die Wahl, mich mit diesem Schwert zu töten und damit allem zu widersprechen, was ich über die Unfähigkeit der Menschheit sagte. Die zweite Möglichkeit ist, mein Leben zu verschonen und mir die Chance zu geben, mich mit euch zu verbinden. Auch hier wird meine Kraft in euch aufgehen, aber meine Seele wird nicht sterben. Entweder oder. Es ist eure Entscheidung. Für mich oder gegen mich. Für die Menschen oder gegen sie. Ich harre eurer Entscheidung und ich werde sie annehmen. Dann soll es so sein. Mein Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr seid der Thiel Imaltat, der Schattengott Nerims. Genau in eurer Situation befand ich mich damals auch. Und schon bald wurde es gefährlich. Hört genau zu. Den Thiel Imaltat gibt es nur, weil alles nach Ausgeglichenheit strebt. Die Lichtgeborenen bringen ein Ungleichgewicht in die Welt. Das Problem jedoch könnt ihr euch denken. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt, da die Lichtgeborenen fort sind, die Wiederherstellung des Gleichgewichts nimmt die größte Macht vor, die es in der Welt gibt. Ja, es ist die Macht, welche die Welt beherrscht, welche die Welt ist. Doch ebenso, wie ich damals Hilfe von einem Schattengott erhielt, werde ich euch in diesem Kampf nun beistehen. Kommt ihr dem nicht nach, wird er euch angreifen. Dieser Schicksalsbote ist mächtiger als alles andere, was die Welt je hervorgebracht hat. Ein einzelner Schattengott mag nicht gegen diesen Boten bestehen. Ich werde euch für den Moment jedoch verlassen und dann wiederkommen, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Oh, und übrigens, ihr kennt diesen jemand und ihr werdet ihn gleich wiedersehen. Wir werden schon bald miteinander kämpfen, das heißt gemeinsam gegen unser beider Feind.
Ein Schattengott, endlich. Och, was denn? Seid ihr etwa überrascht, mich zu hören? Ihr wisst doch, dass ich als Träger des Seelenschinders ewig im Schwert weiterlebe. Ich bin ein Teil dieser Klinge. Und bevor ihr jetzt nur herumsteht, während ihr mit ihr zuhört, könntet ihr euch schon mal zurück in die Stadt begeben. Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Wie ich euch einst sagte, wurde der Seelenschinder vom ersten Tel Imaltat geschmiedet und von allen darauffolgenden getragen. Und sie alle gingen in das Schwert über. Ich verfüge jetzt um die Erfahrung und das Wissen aller Schattengötter, die ich wusste plötzlich mehr als jeder Mensch oder Gott zuvor. Und daher verstand ich, was hinter der Vorherbestimmung steckt. Sie ist eine Lüge. Sie wurde geschaffen, um niemals in Erfüllung zu gehen. Ich dachte, die Vorherbestimmung ist der Weg, um die unrechte Herrschaft der Lichtgeborenen zu beenden. Dabei soll sie nur für einen endlosen Kampf zwischen Göttern und Sterblichen sorgen. Normalerweise gewinnen die Götter, aber manchmal, wie in eurem Fall, gelingt es eben doch jemandem, zum Schattengott aufzusteigen. Wie es normalerweise weitergeht, hat Arkt euch gerade gesagt. Ein Schicksalsbote wird den Schattengott töten und das ganze Spiel wieder von vorn beginnen lassen. Wenn euch Arkt jedoch im Kampf unterstützt, könntet ihr diesen Boten besiegen. Dummerweise würde dies nur Zeit erspielen. Zwar wäre der Bote tot, das Schicksal selbst aber nicht. Ihr würdet nur für einige tausend Jahre überleben können, bis sich irgendwann ein neuer Bote erhebt. Ihr müsst die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen. Ihr werdet die Vorherbestimmung selbst zerstören. Damit ginge auch die Vorherbestimmung eures Niederganges zugrunde. Ihr könntet weiterleben. Ihr steht jetzt vor der Konzilhalle der Licht... Als erstes müsst ihr die Niederschrift der Vorherbestimmung, die ihr aus der Paladin-Festung geborgen hattet, aus meinem Gemach in Erotin holen. Hinter dieser Halle hier, bei der Bibliothek, befindet sich eine... Nur die Lichtgeborenen können diese Portale benutzen.
Deshalb habe ich niemals mit dem Gedanken gespielt, sie für meine Zwecke zu verwenden. Jetzt aber weiß ich, dass eine Hälfte von mir zu den Göttern gehört. Erlandas Hälfte. Jetzt die Vorherbestimmung. Wenn ihr hier noch etwas zu erledigen habt, solltet ihr das jetzt tun. Ihr habt einen harten Kampf vor euch. Ich öffne euch die Tür in mein Gemach.
Gut, ihr habt die Vorherbestimmung. Wenn ihr bereit seid, dann geht durch das Portal zurück nach Inodan. Nur dort könnt ihr die Schrift zerstören.